Vater, danke dir for the wonderful word that you have given to us through Marcus tonight. Für das wunderbare Wort, das du uns heute Abend durch Markus gegeben hast. And I thank you that you speak through me as well. Und ich danke dir, dass du auch jetzt durch mich sprichst. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. You can open your Bible to Acts, the 8th chapter. Ihr könnt eure Bibel im Apostelgeschichte 8. Kapitel öffnen. And we've been teaching the last several weeks on the acts of believers. Und die letzten paar Wochen sind wir ja dabei zu lernen über die Geschichte oder die Handlungen der Glaubenden. We've been learning a lot of powerful things, haven't we? Wir lernen und haben auch schon sehr viele kraftvolle Dinge gelernt, oder? And it gets stronger and stronger. Und es wird stärker und stärker. God's moving in a more powerful way all the time. Und Gott bewegt sich immer wieder auf eine noch stärkere Weise. But we're building on the word. Aber wir bauen dabei alles auf sein Wort. The word. Das Wort. Jesus said, we know the truth and the truth makes us free. Jesus sagte, wir erkennen die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. You got free the day that you got born again. Du wurdest frei an dem Tag, wo du von neuem geboren worden bist. You got free from sin. You got free from sin. Du wurdest frei von der Sünde. You got free from sickness. Du wurdest frei von Krankheit. You got free from poverty. Und du wurdest frei von der Armut. You're no longer cursed, you're blessed. Du bist nicht mehr länger verflucht, sondern bist gesegnet. And that's who you are in the spirit. Das ist es, wer du wirklich bist in deinem Geist. And the word of God is notifying your soul. Und Gott sieht auch deine Seele. As to who you really are. Und wird in deiner Seele, dass du wirklich erkennst, wer du wirklich bist. And what he's really done for you. Und was er wirklich für dich getan hat. And outwardly we get to watch you change. Und im Äußeren können wir einander beobachten, wie wir uns verändern. And that's a great thing to watch the word of God go into people's lives and change their lives. Und das ist so großartig und gewaltig, wenn wir zuschauen können, wie Gottes Wort ins Leben von Menschen reingeht und Leute vollkommen durch und durch verwandelt und verändert werden. In our last message, in unserer letzten Botschaft, we left off with Acts, the 8th chapter. Da haben wir aufgehört mit Apostelgeschichte, das 8. Kapitel. And we were talking about Philip. Und wir haben über den Philippus geredet. The Bible tells us that Philip was an evangelist. Und die Bibel sagt uns, Philippus war ein Evangelist. In the scriptures there are 5 ministry gifts. Und in den Schriften sind 5 Dienstgaben zu finden. These are ministry gifts that have the anointing to stand in the pulpit and teach or preach the word of God. Und das sind Dienstgaben, die Salbung von Gott dafür bekommen haben, am Pult zu stehen und Gottes Wort zu lernen und oder zu predigen. An evangelist's heart is to bring the lost into the kingdom of God. Und das Herz des Evangelisten ist es, die Verlorenen in das Königreich und die Familie Gottes hineinzubringen. He'll take maybe one or two scriptures. Er wird vielleicht eine oder zwei Schriftstellen nehmen. And the whole night preach Jesus saves, Jesus saves. Come into the family of God. Und predigt den ganzen Abend Jesus rettet und komm rein in die Familie Gottes. There's new life in Christ. Da ist neues Leben in Jesus Christus. I got a revelation the other day. Neulich habe ich eine Offenbarung bekommen. And this is what we're believing for. Und das ist es, wofür wir auch glauben. The Bible says. Und die Bibel sagt, that the Holy Spirit, dass der Heilige Geist, reproves the world of sin. Die Welt von der Sünde überführt. And that word reprove means to convict. Dieses Wort überführen bedeutet in der Tiefe wirklich überzeugen. Wirklich tiefst überführen. And as I got this revelation, I thought, wow. Und als ich diese Offenbarung empfing, dachte ich mir, boah. Because we do a lot of crusades, weil wir, weil wir ja viele Evangelisationen machen und gemacht haben. And when we do these crusades, und da dabei war es so, we go and we minister the word of God, dass wir hingehen und im Wort Gottes dienen. And we expect the Holy Spirit to move. Und wir erwarten dabei, dass der Heilige Geist sich bewegt. To bring forth healings. Um Heilungen hervorzubringen. To bring forth
miracles. Um Wunder zu vollbringen. And we see these things often. Und wir sehen all diese Dinge sehr oft. It was the same way with Philip. Es war das gleiche auch bei Philippus. He was an evangelist. He went to the cities and he preached Christ. Er war ein Evangelist, er kam zur Stadt und predigte den Christus. And miracles manifested. Und Wunder haben sich manifestiert. And people's bodies were healed. Und die Körper der Menschen wurden geheilt. Well, the Holy Spirit works that way. Nun, der Heilige Geist wirkt auf diese Art und Weise. But there's another thing that he does. Aber da ist noch eine andere Seite seines Wirkens. He's a convictor. Er ist der, der überführt. He shows man his lost condition. Er zeigt den Menschen ihren verlorenen Zustand. And that he cannot save himself. Und dass der Mensch sich nicht selbst aus sich selbst erretten kann. He brings man all the way to the point there's nothing you can do, you are a sinner, you cannot save yourself. Er bringt den Menschen bis zu dem Boden, bis an diesen Nullpunkt, wo dem Menschen klar wird, dass er ein Sünder ist und dass er sich nicht selbst aus diesem Zustand erretten kann. I've heard testimonies. Und ich habe Zeugnisse gehört. If I remember right, it was with John Wesley. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es bei John Wesley. And there were times that he would preach the gospel. Und da gab es Zeiten, wo er das Evangelium predigte. And literally people for 2 miles away would fall on their knees and cry out to God. Und buchstäblich sind 2 Meilen um ihn rum die Menschen auf die Knie gesunken und haben zu Gott geschrien. Because of the conviction of the Holy Spirit that would come upon them. Wegen der Überführung durch den Heiligen Geist, die sie wirklich traf. Well, this is what we expect. Nun, das ist es, was wir auch erwarten. And when people that don't know Jesus come into our church, we expect the conviction of the Holy Spirit to fall on them. Und wenn Leute, die Jesus noch nicht kennen, hier zu uns in die Gemeinde reinkommen, erwarten wir, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf sie fällt und sie überführt werden. When you, church, are doing the work of an evangelist as a believer. Und wenn ihr Gemeinde als Glaubende zusammen die Werke eines Evangelisten tut, you can expect, dann könnt ihr erwarten, the conviction of God, die Überführungskraft Gottes, the conviction of the Holy Spirit, die Überführung durch den Heiligen Geist. Don't only expect the Holy Spirit to bring healings and miracles, but expect him to bring conviction. Erwartet nicht nur, dass der Heilige Geist Wunder und Heilungen vollbringt, sondern erwartet auch, dass er überführt, wo sie wirklich erkennen, dass sie in einem gefallenen Zustand sich befinden. But at the same time, recognize there's a way. Aber zur selben Zeit, dass sie auch erkennen, dass es einen Weg da raus gibt. They don't just see the fallen condition, but they recognize there's a way. There's a way out. Hallelujah. Sie sehen nicht nur den gefallenen Zustand, sondern den Ausweg aus all der Katastrophe. And that's Jesus Christ. Und das ist Jesus Christus. And that's the kind of message that Philip came to town with. Und das ist die Botschaft. In dieser Weise kam Philippus zur Stadt. He came into this sin-infested city of Samaria. Er kam in diese sündenverstrickte Stadt von Samaria. Loaded with devil worship. Voll mit Teufelsanbetung. Loaded with sexual sin. Voll mit sexuellen Sünden. Loaded with people that were totally separated from God in a fallen condition. Voll mit Menschen, die absolut total getrennt waren von Gott in einem absolut verlorenen, hoffnungslosen Zustand. And he came to the city. Und er kam zur Stadt. And God moved through the message. Und Gott bewegte sich durch die Botschaft. And the people were convicted. Und die Leute wurden überführt. And they came to Jesus. Und sie kamen zu Jesus. And God confirmed the message. Und Gott hat die Botschaft bestätigt. Signs and wonders manifested, blind eyes opened. Zeichen und Wunder haben sich manifestiert, blinde Augen haben sich people geöffnet. People that were lame walked. Lahme Leute sind auf einmal zu Laufenden tumors geworden. Dissolved, diseases left. Tumore sind verschwunden, Krankheiten sind rausgeflogen. You see, greater is he. Ihr seht, größer ist der, that is in us. Der in uns ist. Every believer. In jedem Glaubenden. Every evangelist. In jedem Evangelisten. Every anointed son and daughter of God. Jedem gesalbten Sohn oder jeder gesalbten Tochter Gottes. Simon was a sorcerer. Und Simon war ein Zauberer. He controlled the city through all of his magical practices. Und er hatte einst die Kontrolle gehabt durch seine Magie, die er ausübte, die Kontrolle über die ganze Stadt.
But you know what? Aber wisst ihr was? The real power showed up. Die echte, wirkliche Kraft tauchte auf. And it caught Simon's attention. Und es hat die Aufmerksamkeit von Simon auf sich gezogen. And we find out that he became a believer. Wir finden heraus, dass er auch ein Glaubender wurde. That's powerful when the sorcerer becomes a believer. Das ist kraftvoll, wenn ein Zauberer zu einem Glaubenden wird. That's powerful when the esoteric people lay down their stuff. Das ist kraftvoll, wenn Leute aus der Esoterik ihr Zeug auf die Seite legen. That's powerful. Das ist kraftvoll. When a person, wenn jemand, like what happened in the prison ministry, so wie in diesem Beispiel aus dem Gefängnisdienst. I used to go in the prison and minister. Ich bin ja im Gefängnisdienst unterwegs gewesen, um dort zu dienen. And a man that worshipped the devil for 40 years. Und ein Mann, der 40 Jahre seines Lebens ein Teufelsanbeter war. He was a Moloch worshipper. Er war ein Moloch-Anbeter. Which means he probably was in prison because of some child sacrifice. Und was höchstwahrscheinlich bedeutete, dass er im Gefängnis war, weil er Kinderopfer brachte. I can't say that, but I know that is involved in the practice. Ich kann es nicht hundertprozentig bezeugen, aber ich weiß, dass das in solchen Praktiken Moloch anzubeten beinhaltet. A man ist totally full of the devil. Ein Mann, der voll mit dem Teufel war. That came into a service. Der kam aber einmal in den Gottesdienst. That we had in prison. Den wir im Gefängnis hielten. Where God began to move in a powerful way. Wo Gott begann auf kraftvolle Art und Weise sich zu zeigen. A man came in with a broken leg and walked out of that place completely healed. Ein Mann kam rein mit einem gebrochenen Bein und ging gesund und geheilt wieder raus. Another woman that had been bleeding for several months, the blood stopped. Eine Frau, die mehrere Monate lang Blutungen hatte, hat es erlebt, dass es aufhörte und gesund war. She went to the bathroom, she came back, she said it stopped, it stopped. Sie ging auf die Toilette und sie kam zurück und sie sagte, es hat aufgehört, es hat aufgehört. Another woman, the power of God fell on her, bam. Eine andere Frau, die Kraft Gottes traf sie und sie fiel zu Boden. The prison guard was going like this. They didn't know what was going on. It was the power of God. Und der Gefängnisaufseher kam herein, hat das untersucht und hat sich nicht erklären, was passierte. Gottes Kraft war einfach am Wirken. But this man, aber dieser Mann, 40 Jahre, had never experienced the power of God like that night. Hat noch niemals zuvor die Kraft Gottes erlebt, so wie an diesem Abend. And he gave his life to Jesus. Und er gab sein Leben Jesus. He said, I worshiped the devil for 40 years, but tonight I give my life to Jesus and I renounce you, Satan. Und er sagte, ich habe 40 Jahre lang dem Teufel gedient, aber ich gebe heute Abend mein Leben Jesus und ich widerrufe alles dir gegenüber, Satan. Church, this is what's in us. Und Gemeinde, das ist es, was in uns ist. And when an evangelist comes to town, und wenn ein Evangelist in die Stadt kommt, he comes to town with the power of God to bring in the lost. Dann kommt er mit der Kraft Gottes in die Stadt, um die Verlorenen reinzubringen. And no witch can stand against that power. Und keine Kraft einer Hexe kann dieser Kraft widerstehen. No esoteric practice can stand against that power. Keine esoterische Praxis kann dieser Kraft widerstehen. I remember Lester Sumrall telling a story. Ich erinnere mich, wie Lester Sumrall eine Geschichte erzählte. About a witch that began to levitate in front of him on the platform. Die vor seinen Augen auf der Bühne angefangen hat, in der Luft vor ihm zu schweben. And the people were like, whoa, whoa. Und die Leute waren voller Angst und erschrocken über diese Manifestation. And Lester Sumrall walked on the platform. Und Lester Sumrall ging einfach auf die Bühne rauf. He said, "Down in Jesus' name." Und er sagte in Jesu Namen, runter mit dir. Bam! Boom! She hit the floor. Sie knallte zu Boden. And came out from under that demonic power. Und sie kam frei raus aus dieser dämonischen Bedrückung, so I'm giving von dieser you Kraft. An idea of what came to Samaria when Philip the evangelist came to Samaria. Also das sollte euch eine Ahnung davon geben, was wirklich in die Stadt kam, als Philippus die Stadt betrat. I'm getting ready to go to Albania Friday night. We're gonna have an event. Hallelujah. Ich mache mich bereit, nach Albanien zu gehen. Freitagabend. Halleluja. Something gonna happen in Tirana on Friday night. Hallelujah. Am Freitagabend wird in Tirana wirklich was abgehen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Think about what goes to work when you go to work full of the Holy Ghost. Denk mal drüber nach, was wirklich in die Arbeit marschiert, wenn du voll mit dem Heiligen Geist dort auftauchst. Think about what's living in your apartment building when you're living in your apartment building full of the Holy Ghost. Denk mal drüber nach, was wirklich wohnt in deinem Wohnblock, wo du bist, wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist. I tell you, we ought to have the kind of reputation. Ich sag's euch, wir sollten diese Art von Ruf haben, where the devil literally is afraid
about you waking up every morning. Wo der Teufel buchstäblich vor Angst zittert davor, dass du jeden Morgen wieder aufwachst. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Well, have you found verse 13 yet? Nun habt ihr Vers 13 gefunden? Right. It says, then Philip himself believed also. The sorcerer, the head sorcerer of the city that was controlling the city of Samaria, came to Jesus. Halleluja. Und es heißt, sie glaubten Philippus und Simon glaubte auch. Dieser Simon, der Zauberer, war in dieser Stadt. He became a believer. Er wurde ein Glaubender. And when he was baptized. Und als er getauft wurde. So he got baptized. Also er wurde getauft. We're going to do that again in a few weeks. Wir werden das auch in ein paar Wochen wieder machen. We got some new believers here. Wir haben hier ein paar neue Glaubende. Some of them aren't here tonight, but we got some new believers. Amen. Manche sind heute Abend nicht hier, aber wir haben neue Glaubende. Amen. We're going to blow up that whirlpool. We're going to put it right here and hallelujah, have a funeral service for the old man that died. Halleluja. Wir werden diesen Whirlpool, der aufblasbar ist, wieder aufpumpen. Wir werden ein Gottesdienst feiern für den alten Menschen, der wirklich tot ist, weil er gestorben ist. And a celebration service for the new person that's risen again in Christ. Und ein Feiergottesdienst für diesen neuen Menschen, der wieder auferstanden ist. So you guys go out there and get some more people saved, so we got a lot more people to get baptized. Amen. Also geht los, holt neue Leute, dass sie errettet werden, dass wir mehr Leute taufen können. It's a great thing, isn't it? Das ist großartig. Woohoo! She got baptized the last time. Oh man. Sie wurde letztes Mal getauft. And when he was baptized, he continued with Philip and wondered. Nachdem er getauft war, hielt er sich beständig zu Philippus. And wondered. Und er fragte sich. Beholding the miracles and the signs which were done. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. So he was watching all this stuff. Also er hat all diese Dinge, die da passierten, beobachtet. Now here's a very important thing. Und hier ist jetzt was ganz Wichtiges. After you're born again, nachdem du von neuem geboren worden bist, it's important that you become a disciple. Es ist wichtig, dass du auch wirklich ein Jünger wirst. Everybody say disciple. Sagt mal alle zusammen Jünger. Jünger. Thank God for people getting born again, becoming believers in Christ. Amen. Dank sei Gott für Menschen, die von neuem geborene Glaubende werden. That's a great thing. Das ist großartig. When people come into the family of God. Wenn Menschen in die Familie Gottes reinkommen. But you want to go forward. Aber du willst doch vorwärts gehen. This is the beginning of your new life in Christ. Denn das eine ist ja nur dein Anfang mit dem Wandel in Christus. You don't want to have all this treasure on the inside of you and not know what it's about. Du willst doch nicht den ganzen Schatz die ganze Zeit in dir rumtragen und keine Ahnung davon haben, was das eigentlich ist, was du bekommen hast. I'm a Christian. Ich bin ein Christ. Well, what's that? Nun, was ist das denn? I don't know. They told me I'm a Christian. Keine Ahnung, aber sie haben mir gesagt, ich bin ein Christ. A Christian. Ein Christ is one that is in Christ. Ein Christ ist jemand, der in dem Christus ist. A Christian is one that Christ is in them. Ein Christus ist jemand, in dem der Christus drin ist. A Christian. Ein Christ has an awesome new nature. Hat eine gewaltige neue Natur. Of love and joy and peace. Der Liebe, der Freude und righteousness, des Friedens, self-control. Der Gerechtigkeit, der Selbstbeherrschung. I'm telling you, you become beautiful. Ich sag's euch, ihr wurdet wunderbar, ihr werdet wunderbar. That's who you are. Das ist es, wer ihr seid. But the only way you're going to grow in who you are is to get the word of God into you. Aber die einzigste Möglichkeit, die dir bleibt, um wirklich zu wachsen in all dem, ist Gottes Wort in dich you aufzunehmen. You can't grow. Du kannst nicht you sonst can't wachsen. Change. Du kannst dich nicht verändern. Unless the word of God comes along and activates who you are. Es sei denn, dass Gottes Wort wirklich bei dir vorbeikommt und aktiviert in dir, wer du bist. You can be born again. Du kannst von neuem geboren sein. You can be baptized in water. Du kannst auch im Wasser getauft sein. You can see all the signs and the wonders, but that doesn't mean you change. Du kannst all die Zeichen und Wunder sehen, das bedeutet aber nicht, dass du dich veränderst. There are many people that have prayed the prayer. Es gibt viele Leute, die dieses Übergabegebet gesprochen haben. And yeah, they'll make it to heaven, praise God. Und ja, sie werden es in den Himmel schaffen, preis sei Gott dafür. But you don't want to just make it there. Aber wisst ihr, er wollte es auch nicht einfach nur irgendwie dahin schaffen. You want to make it there after having done a lot of stuff for God here. Ihr wollt es doch dahin schaffen, nachdem ihr sehr, sehr viel hier für Gott gemacht habt, oder? And living the Christian life here.
Ihr wollt das Christenleben hier leben. And helping the body of Christ to bring other people into the family of God. Und dem Leib Christi helfen, andere Leute in die Familie Gottes reinzubekommen. And the Christian life can be the most exciting life. Und das christliche Leben kann das begeisterndste aller Lebensweisen sein. When we know who we are. Wenn wir wirklich wissen, wer wir in echt sind. Hallelujah. Amen. Am I saying that there's never challenges? No, I'm not saying that. Ich sag damit nicht, dass es niemals Herausforderungen gibt und Schwierigkeiten. But as you know the truth, aber so wie ihr wirklich die Wahrheit kennt, it'll make you free. Wird sie euch frei machen. And this word is the truth. Und dieses Wort ist die Wahrheit. And God could have greatly used this man, Simon. Und Gott hätte diesen Mann Simon wirklich gewaltig gebrauchen können. He wanted to use him. Er wollte ihn gebrauchen. He wanted to use this guy to shake this city. Er wollte diesen Mann gebrauchen, um die ganze Stadt zu erschüttern. As a great influence of the city, no longer for the devil, but for God. Als großen Einfluss für die ganze Stadt, nicht mehr länger unter Satan, sondern jetzt durch den Einfluss Gottes. But here's the problem. Aber hier ist das Problem. Even though Simon got born again and baptized in water, auch obwohl Simon errettet wurde und im Wasser getauft worden war, he didn't get something out of his heart, hat er etwas nicht aus seinem Herzen rausgelassen, that he should have got out, was er lieber loswerden hätte sollen. And you know what that was? Wisst ihr, was das war? Jealousy. Es war Eifersucht und Neid. Because now Philip is the one in the city that everybody's talking about. Weil jetzt war Philippus derjenige, über den die ganze Stadt redete. And he knows that someday Philip's gonna leave town. Und er weiß, dass eines Tages Philippus die Stadt wieder verlassen wird. And if I can do what he does, I can get the city back. Und wenn ich nur tun kann, was er getan hat, dann kann ich die ganze Stadt wieder zurück in meine Kontrolle bringen. And this is the reason that he's watching what Philip is doing. Und das ist der Grund dafür, dass er alles genau beobachtet, was Philippus tut. Oh, I know sometimes I know of ministers, they'll go here and try to pick this up and pick that up, do this and do that. Und ich weiß, dass manche Diener hierhin gehen und dorthin gehen und sich dort was holen und dort was rauspicken. But the motive is not always to point the people to Jesus. Aber ihr Motiv ist aber nicht immer, dass das auf Jesus hingewiesen wird. But it's that the people can see that they're great. Sondern es ist dazu da, dass die Menschen sehen können, dass sie selbst großartig sind. We want to make sure that people know that Jesus is great. Aber wir wollen klarstellen und sicher gehen, dass die Leute erkennen, dass Jesus der Große ist. And that when people leave our services, they leave and they say, "Wow, God is great." Und dass wenn die Leute die Gottesdienste verlassen, dass sie sagen, Gott ist groß. And so let's look at what happened. Und lasst uns sehen, was passiert ist. It says now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, they received the word of God. Hallelujah. Sie haben das Wort Gottes empfangen. Philip had preached the word. Philippus hatte das Wort gepredigt. The saving message of Jesus. Die Rettungsbotschaft Jesu Christi. And the apostles were in Jerusalem and they heard about it. They had said, "Hey, wow, there was revival in Samaria." Und die Apostel waren in Jerusalem und hörten davon, dass Erweckung in Samaria war. They sent unto them, look at this, Peter and John. Und sie sandten zu ihnen, schaut euch das an, Petrus und Johannes. Who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Now, does anybody know what the scripture is referring to there? Und weiß irgendjemand, worauf sich diese Schriften hier jetzt beziehen? What happens when people believe in Jesus? Was passiert, wenn Menschen an Jesus glauben? They get the Holy Ghost. Dann empfangen sie den Heiligen Geist. If you have taken our class in our Bible school, wenn ihr die eine Klasse, dieses eine Fach in der Bibelschule gemacht habt, we have it's the second class called the Baptism of the Holy Spirit. Das ist diese zweite Klasse und das ist genannt die Taufe im Heiligen Geist. And in this class, und in dieser Klasse, we show you, da zeigen wir euch, that there are two experiences that we have with the Holy Spirit. Dass wir zwei Erfahrungen, zwei Erlebnisse haben können mit dem Heiligen Geist. When you are born again, wenn man von neuem geboren wird, the Holy Spirit comes into you. Kommt der Heilige Geist in dich hinein. And you get a well of water. Und du empfängst eine Quelle lebendigen Wassers. The Holy Spirit is called a well of water. Der Heilige Geist wird genannt Quelle des Wassers. Of everlasting life. Von ewigem Leben. And in this well of water, und in dieser Quelle des Wassers, is the nature of God. Ist die Natur Gottes. Love and joy and peace and patience and kindness, the fruits of the Spirit. Liebe, Freude, Frieden,
Freundlichkeit, Geduld, einfach die Früchte des Geistes. Oh, everybody say hallelujah for the fruits of the Holy Spirit. Sag mal alle Halleluja, danke für die Früchte des Geistes. And that's the well in us. Und das ist diese Quelle in unserem Inneren. And we can draw from that. Und davon können wir schöpfen. You need joy, it's in you. Du brauchst Freude, nun sie ist in you dir. You need love, it's in you. Du brauchst Liebe, nun sie ist you in need dir. Peace, it's in you. Du brauchst Frieden, er ist in dir. You need patience, it's in you. Du brauchst Geduld, sie ist in dir. Hallelujah. God is in you through the Holy Spirit. Gott ist in euch durch den Heiligen Geist. But then there's a second experience. Aber dann gibt's noch ein zweites Erlebnis. And this is called the baptism of the Holy Spirit. Und das wird genannt die Taufe im Heiligen Geist. Remember on Sunday we talked about the boom. Erinnert euch, am Sonntag haben wir über den Boom geredet. And we found in Acts 1:8. Und wir haben herausgefunden, Apostelgeschichte 1, Vers 8, where it says, and when the Holy Ghost has come upon you, you shall receive power. Wo es heißt, dass wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. You shall receive dynamite power. Ihr werdet Dynamitkraft empfangen. And in John 7, und in Johannes 7, the Bible talks about a rivers of living water flowing out of us. Da redet die Bibel von Strömen lebendigen Wassers, die aus uns hervorkommen. And the rivers of living water have to do with the nine gifts of the Holy Spirit. Und diese Ströme lebendigen Wassers haben zu tun mit den neuen Gaben des Geistes. When a person receives the dynamite power, und wenn eine Person die Dynamitkraft in empfängt, Acts 2 chapter verses 1 through 4 they spoke with other tongues. Und in Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 1 bis 4 haben sie in neuen Zungen gesprochen. Oh, everybody say hallelujah. Oh, sag mal alle Halleluja. When you speak with other tongues, wenn jemand in neuen Zungen spricht, you get this power that begins to flow out of you. Dann empfängt man diese Kraft, die anfängt aus dir hervorzuströmen. And from that point on you get a new language. Und von diesem Zeitpunkt an empfängst du eine neue Sprache. Ishabakasambarakaya. And it's a language that you can use to charge the battery. Hallelujah. Und das ist die Sprache, die du verwenden kannst, um deine innere Batterie aufzuladen. Shikabara, say, charge the battery. Lad deine Batterie and auf. Jesus said, when we receive this power, it would give us the power to be a witness. Und Jesus sagte, wenn wir diese Kraft empfangen, empfangen wir damit die Kraft, wirklich Zeugnis ablegen zu können. So when Philip came to town, he got the people born again. Also als Philippus zur Stadt kam, brachte Philippus die Leute zur neuen Geburt. He was an evangelist. Er war ein Evangelist. He got them saved. Er rettete sie. Signs and wonders. Zeichen und Wunder. Healings, miracles. Heilungen, Wunder. But they needed the power. Aber sie brauchten noch die Kraft. And so this city of Jerusalem, the church heard at Jerusalem. Also die Gemeinde und die Stadt in Jerusalem hörte. Hey, there's a great revival in Samaria. Hey, das ist eine riesige Erweckung in Samaria. And so what did they do? Also was haben sie gemacht? They sent two people that God used at that time to get people baptized in the Holy Ghost and speaking in tongues. Halleluja. Sie haben zwei Männer geschickt, die Gott damals gebrauchte, um Menschen dahin zu führen, dass sie in neuen Sprachen sprechen würden. And they sent Peter and John. Und sie sandten also Petrus und Johannes. And this is a great thing. Und das ist das Großartige. What this tells us is that we all have different gifts. Was das uns klar macht, ist, dass wir alle verschiedene Gaben come haben. Come on, church. Komm schon, Gemeinde. We all have different gifts. Wir alle haben verschiedene Gaben. You need to find out what your gifts are and you specialize in that. Du musst herausfinden, was deine persönlichen Gaben sind und du spezialisierst dich und verfeinerst diese Gaben. There are 5 talented people. There are 1 talented people. Es gibt Leute mit 5 Talenten und es gibt Leute mit nur einem Talent. And it's important that you find out how God wants to use you and you specialize in that. Und es ist wichtig für dich, dass du herausfindest, wie Gott dich gebrauchen will und dass du das wirklich spezialisierst und verfeinerst, entwickelst. It's the same way with the ministry gifts. Das ist das gleiche auch bei den Dienstgaben. There are ministry gifts that flow this way and God uses them this way, then there are other ministry gifts. Es gibt Dienstgaben, die auf die eine Weise fließen und strömen, und es gibt andere, die halt eben anders wirken. I remember one time, ich erinnere mich einmal. I used to go to a church called Grace Fellowship in Tulsa, Oklahoma. Da bin ich in Tulsa, Oklahoma, in eine Gemeinde, die Grace Fellowship sich nannte. My pastor's name was Bob Yandian. Und der Name meines Pastors war Bob Yandian. A fantastic Bible teacher. Ein fantastischer Bibellehrer. Much of the revelation that I've received in my life have come through that ministry. Und viel der Offenbarung, die ich in meinem Leben empfangen habe, ist durch seinen Dienst gekommen. And Pastor Bob. Und Pastor Bob. And this is when I was going to Bible school. Und das war zu der Zeit, als ich zur Bibelschule ging. But he would have different gifts come into his church at different times. Und zu verschiedenen Zeiten ließ er verschiedene Dienstgaben in seine Gemeinde kommen. Because he recognized that
ministry gifts have different anointings for different purposes. Weil er erkannte, dass verschiedene Dienstgaben auch verschiedene Salbungen hatten für verschiedene Zwecke. Pastor Bob did most of the teaching and preaching, but he would bring in different ministry gifts at different times. Pastor Bob machte den Großteil der Lehre und der Predigt, aber zu verschiedenen Zeiten brachte er andere Dienstgaben rein. And there was another ministry gift that he brought in. Und da war also eine weitere Dienstgabe, die er reinbrachte. And his name was Dave Roberson. Und sein Name war Dave Roberson. And Dave Roberson was a teaching evangelist. Und Dave Roberson war ein lernender Evangelist. And God used Dave Roberson to preach, teach the word and miracles. Und Gott hat also Dave Roberson dazu gebraucht, um zu lernen und Wunder und Heilungen zu wirken und zu predigen. When I pastored, I actually had Dave come and preach one time in our church. We had a tent meeting outside with him. Und als ich selber auch Pastor war, hatten wir auch zu einer Zeit mal Dave Robertson und er diente in einer Zeltveranstaltung. We had a kid in our church who had flat feet, and God gave him two brand new arches, medically documented. Hallelujah. Hallelujah. Und wir hatten ein Kind in der Gemeinde und es hatte wirklich Plattfüße und Gott hat ihm ganz neue normale Füße gegeben. That's not a healing, that's a miracle. Und es wurde medizinisch bestätigt, dass das nicht nur eine Heilung war, sondern ein wirklich echtes Wunder. You understand? Versteht ihr? If a tumor dissolves like that and gone, that's a miracle. Wenn ein Tumor ganz plötzlich komplett verschwindet, ist das wirklich ein Wunder. If somebody's arm or leg grows out, that's a miracle. Wenn jemanden ein Arm oder ein Bein auswächst, dann ist das ein Wunder. You understand? Versteht ihr? If my hair all of a sudden grew, it would be a miracle. Und wenn auch meine Haare ganz plötzlich zurückwachsen würden, wäre das ein Wunder. So miracles. Also Wunder. And God used Dave with miracles. Und Gott hat Dave in Wundern gebraucht. Then there was another person. Und dann war da eine andere Person. And her name was Sandy Brown. Und ihr Name war Sandy Brown. And she was an evangelist. Sie war eine Evangelistin. And she would come in the church and preach fire. Und sie kam in die Gemeinde rein und predigte wirklich im Feuer. I'll never forget, sometimes she'd hold her Bible up and pages would just fly out. Ich erinnere mich, dass sie manchmal ihre Bibel hochhielt und manche Seiten flatterten einfach durch die Luft. She'd stand on that platform and take her shoes like this and kick them and they go way up in the air and then you knew the preach was on. Und manchmal fuchtelte sie mit ihren Beinen rum, dass ihre Stiefel durch die Luft flogen. Und du wusstest genau, jetzt ist sie wirklich voll in Fahrt. And God manifested healings through her. Und Gott hat durch sie Heilungen manifestiert. Well, there was one time that the three of these got together. Da gab es diesen Moment, wo all diese drei auf einmal zusammen waren. And they were talking among themselves. Und sie haben sich untereinander unterhalten. And Pastor Bob had just had, you know, a service where he had taught the word. Und Pastor Bob hatte einen Gottesdienst, wo er einfach das Wort gelehrt hat. I don't remember if it was in his church or a conference or something like that, but anyway, he administered the word. Ich weiß nicht mehr, ob es sein Gottesdienst war, seine Gemeinde oder eine Konferenz. Auf jeden Fall hat er das Wort gelehrt. And he gave an altar call. Und dann hat er einen Altarruf gemacht. And there were a few people that came up and gave their life to Jesus. Hallelujah. Und Halleluja, ein paar Leute kamen nach vorne und übergaben ihr Leben Jesus. And that's a great thing. Das ist großartig. Sister Sandy was sitting on the platform. Und Schwester Sandy saß auf der Bühne. She came up behind Pastor Bob. Sie kam hinter Pastor Bob. Shit, I have a word. Und sie sagte ihm, ich habe ein Wort. I have a word. Ich habe ein Wort. Well, he knows about ministry gifts. Nun, er kennt Dienstgaben. And so she got up and preached maybe 5 minutes. Also kam sie nach vorne und hat vielleicht 5 Minuten gepredigt. Then the entire altar was full of people giving their life to Jesus. Dann war auf einmal der ganze Bereich vor dem Altar mit Leuten, die ihr Leben Jesus gaben. These guys were talking among themselves. Diese Leute haben sich also dann miteinander übereinander unterhalten. And they got honest with one another. Und sie haben mal Klartext geredet, sie waren ehrlich miteinander. And Pastor Bob said, und Pastor Bob sagte, Man, I always wish I could bring souls into the kingdom of God the way you do, Sandy. Ich wünschte mir, ich würde immer Menschen auf diese Weise in Gottes Königreich reinbringen, so wie du, Schwester Sandy. I mean, you remember that service and I taught the word and a few people got saved and you got up behind and the place was full. Und erinnerst du dich an diesen Gottesdienst, wo ich das Wort gegeben habe, wo du gepredigt hast und der ganze Bereich war voll mit Leuten? And Sandy said, that's funny. Und Sandy sagte, nun, das ist aber lustig. Because I've always said, weil ich mir immer gedacht habe, Gott, I wish I could teach the word like Pastor Bob. Ich wünschte, ich könnte dein Wort so lernen wie Pastor Bob.
And Dave spoke up. Dann hat Dave gesprochen. He said, "Matt." Und er sagte, "Matt." I wish I could teach the word like Pastor Bob. Ich wünschte, ich könnte das Wort so lernen wie Pastor Bob. And bring in the net like Sandy. Und das Netz ranzubringen so wie Sandy. And they both looked at him. Und dann haben beide ihn angeschaut. "Man." Und sie sagten, "Mann." "Wish we could have miracles like you." Wir würden gerne Wunder erleben so wie du. Can you see this tonight? Könnt ihr den Punkt sehen? Peter and John came to town. Petrus und Johannes kamen zur Stadt. Philip did his work. Philippus tat sein Werk. He was done. Er war fertig. But he knew these people needed the power of the Holy Spirit. Aber er wusste, all diese Leute brauchen auch noch die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes. So they came to town. Und sie kamen zur Stadt. And this is why we all need to find our gifts. Und deswegen müssen wir auch unsere Gaben herausfinden. Did you notice Sunday? Habt ihr am Sonntag bemerkt the difference of the anointings. Den Unterschied in den Salbungen? I ministered, ich habe gedient and there was a powerful anointing. Und da war eine kraftvolle Salbung. But then what happened? Aber dann, was passierte? Raffaella got up, Raffaella kam vor and she started flowing in another anointing. Und sie hat angefangen, in einem anderen Fluss, in einer anderen Salbung zu fließen. We all have specific anointings for specific purposes. Wir haben alle spezifische Salbungen für spezifische Zwecke. And if we could get free from the competition and the jealousy. Und wenn wir frei werden von Wettbewerbsdenken und Eifersuchtsgedanken. In the body of Christ. Im Leib Christi. And recognize. Und erkennen. That we're not all called to do everything. Dass wir nicht alle berufen sind, alles zu machen. But we all have specific anointings and together we are a body. Sondern dass wir alle eben spezifische Salbungen haben und zusammen den Leib bilden. Can you see this tonight? Könnt ihr das sehen heute Abend? Hallelujah. Halleluja. Have you learned something tonight? Habt ihr was gelernt? Thank you Jesus. Danke Jesus. Thank you Jesus. Danke Jesus. Thank you Jesus. Danke Jesus. Father, we thank you tonight. Und Vater, wir danken dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. Thank you for what you taught us tonight. Danke für das, was du uns heute Abend gelehrt hast. Is there anybody here tonight? Und ist heute Abend hier? You never spoke in tongues. Du hast noch nie in Zungen gesprochen. You never received the baptism of the Holy Spirit. Du hast noch nie die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Well, that's not being baptized in water. Nun, ich meine damit auch nicht die Wassertaufe. We're gonna do that later. Das werden wir später machen. But if you've never received the baptism of the Holy Spirit and spoken tongues, sondern wenn du noch nie die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast und in neuen Zungen sprichst, you can have this tonight. Dann kannst du das heute Abend haben. And we will pray for you. Und wir beten für dich. And you will get this power tonight. Und du wirst diese Kraft empfangen. You will get this power. You will get a new language. Du wirst diese Kraft haben und eine neue Sprache All haben. All the limits. You want it tonight, Judah? Super. You want it, Canon? You guys come up here. Thank you, Dann Jesus. Dann kommt doch nach vorne. Danke, Jesus.